Hallihallo Leute, willkommen zu einem 52 Nerds Retro. Ja, diese Reihe gibt es tatsächlich noch bei mir. Heute mal mit DK, King of Swing oder Donkey Kong King of Swing, je nachdem wie man es ausspricht. Ich habe mal Lust, dieses Spiel zu spielen. Ich kenne allerdings nur den DS-Teil. Ich habe den Game Boy-Teil nie gespielt. Allerdings möchte ich nur mal den Abenteuermodus zeigen kurz. Ich kann den Transkripten genau, eigentlich ist es vollkommen unrelevant, was der da labert. Unser lieber Cranky. Aber es geht wie so oft nur um die Bananen und wie man sie einsammelt und. Und ja, das Spiel zeigt sich gleich erst von seiner Seite, was man genau in den Level machen muss. Das hier ist nur ein kleines Tutorial, das ich mal eben so schnell wie möglich mache. Das hier ist übrigens, das ist das Hauptaugenmerk des Spiels. Was ich gerade sehr demonstrativ verkacke. In den Levels geht das aber alles ein bisschen besser. Mal gucken. Bam, 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 bam. Es ist schöne Donkey Kong Musik. Ich liebe diese Donkey Kong Musik. Ich springe hoch. Hoch. Hoch, 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 hoch. Badadown da auf dem Gummireifen. Den kennen wir aus Donkey Kong County. Es ist eigentlich ein nettes kleines Zeitvertreibsspiel, aber mehr ist es auch eigentlich nicht. Ach ja, stimmt. Den Move habe ich ganz vergessen, dass der existiert. Und ich verkacke ihn gerade ein bisschen. So, und Tap. Und die Bananen möchte ich natürlich haben. Wee, und zu Cranky Kong. Bab, bab, bab. Da, da, dat. Da, da, dat. So, das ist gewesen. Ich hoffe, jetzt darf ich endlich spielen. Nein, da kommt ein Move. Da, 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 ich bin bananensüchtig. Das gibt's doch hier, Mann, oh Mann. Nur hier auf diesem Kanal, Mann, Mann, Mann. Ich bin DK und ich kann springen und. Nicht springen. Diddy Kong. Ist mein. Was weiß ich? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt wirklich nicht. Was ist Diddy? Was ist Diddy Kong eigentlich? Ist das sein Cousin? Sein Kind ist es nicht, das weiß ich. So etwa ja auch schon. Ah, okay. Irgendwie möchte ich hier springen, aber nicht so, Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Ich möchte doch nur die Bananen haben, Mann. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder doch? Ich weiß es nicht. Ich will sie alle haben. Die Banane, Mann, oh Mann, Mann, Mann. Wieso komme ich immer auf Mann, oh Mann, Mann, Mann? Yeah, das ist eine Banane, Mann, Mann, Mann. Mann, oh Mann. Oh, ich habe beide erwischt. Cool.
und tap. Und hops. Und Ausgang. Fast hätte ich es vergessen, bla bla bla. Ich rede nur noch wie immer. Oh, das ist King Kaul. Der verteilt seine Münzen. Ballern, Bungalow. Und ab geht's. Ab nach oben. Ja, das Spiel ist eigentlich relativ simpel erklärt. Wir müssen einfach nur schwingen und schwingen. Und deswegen heißt das Spiel auch King of Swing. Und ja, Bananen sammeln und Level bannen. Und das ist der Test heißt nicht anders. Also so gesehen ist das eigentlich nur. Ich weiß nicht, ob der erste genauso an ist. Also irgendwie sind das so ein Remake oder sowas von dem hier. Oder eine Fortsetzung. Das bin ich mir gerade nicht so sicher. Muss ich sagen. Warum ich das Spiel jetzt gerade spiele, ich weiß nicht. Ich hatte mal Lust, Donkey Kong in einem Netzretro zu nehmen und wollte nicht unbedingt den Klassiker schlechthin nehmen. Den könnte ich vielleicht auch mal machen, kam mir aber so erst nicht in den Sinn. Deswegen habe ich gedacht, okay, mache ich King of Swing. King of Swing ist ja ein wunderschönes kleines Klassiker-Game für den GBA von 2005. Aber es könnte sogar sein, dass der erste Teil und der Teil nicht mal so weit voneinander entfernt wegkamen oder so einer dieser Crossover-Teile waren. Oder ja, ich meine damit natürlich, dass er auf beiden kam, wie Mystery Dungeon zum Beispiel. Also Pokémon Mystery Dungeon. Das kann natürlich gut sein. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ob die gleichzeitig rauskam. Würde von der Zeit her sogar passen. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals beim Sport immer Donkey Kong gespielt, also dieses DS gespielt habe und da war dieses einer der Spiele, die ich dabei hatte. Und ja. Nein! Wee und... Nein! Wee! Oh Mann, ich weiß jetzt nicht genau, was ich kommentieren soll. Ich meine, wir schwingen den Baum, was auch immer wir da hochschwingen. Eigentlich schwingen wir... Oh. Muss ich die wie in den Spielen von oben besiegen? Oh, das ist noch eine Banane. Ui, meine Banane. Ausgabe. Ein Level schaffen wir noch. So, Truppen tralalala. Ja, es ist ein netter Zeitvertreib. Wäre witzig, wenn mal irgendwie ein 3DS-Teil davon kommen würde. Aber es muss nicht unbedingt sein. Jetzt machen ja die Retro-Studios das Ganze. Und oh, ist das schon Musik von Donkey Kong? Haben wir das nochmal gemacht? Nein, jetzt sind wir wie eine Fliegenklatsche gestorben. Wie eine Fliegenklatsche im Moment. Erneut versuchen. Und er freut sich! Yay, Donkey Kong freut sich! Tropen tralalala. Ich weiß gerade gar nicht, wie man das mit der Banane gemacht hat. Also so, dass es das Leben wieder kam. Weil das ist gerade nicht gut. So, so töte ich sie auf jeden Fall. Hui und Heppa und nach oben und hoch hinaus und so weiter und so fort. Und irgendwie macht mir das Angst. Nein, jetzt falle ich wieder.
Was mache ich da? Was mache ich da? Hopsa und... Da-da-da-da. Nein! Schon wieder. Okay, jetzt scheint ich wieder nicht weiterzukommen. Vielleicht kann man die mit voller Wucht irgendwie besiegen. Also mit dieser Wurfattacke. Also genau der, die ich gerade demonstriert habe. Okay, man kann sie nicht damit besiegen. Wie unlogisch ist das denn? Okay, muss ich es anders lösen. Ich schaffe den Ballon. Nein, schon wieder. Ich bin Donkey Kong. Ich bin ein Neffe. Irgendwie schaffe ich das doch. Ich möchte das Level zumindest schaffen, bevor ich ein Kong Kong. Was? Ich möchte das irgendwie schaffen. Das gibt's doch nicht. Mann, oh Mann, Mann. Das macht sich immer, lässt sich doch irgendwie machen. Irgendwie so. Ich kann auch nicht. Irgendwie nicht so. Irgendwie doch. Das klingt wie Zelda. Dieser Stück ist ein Missstück. Das werde ich doch nicht schaffen. Ich bin schon wieder halb tot. Mann, töte doch nicht den Affen. Mann, oh Mann, Mann. Ich bin doch nicht Kong. Doch irgendwie schon. Mann, oh Mann, Mann. Schaffe ich das nicht? Okay, wenn ich die leben, bis dahin behalte, bin ich gut, aber irgendwie nicht. Okay, ein Versuch noch und dann so würde ich sagen, dass das Retro wäre damit beendet. Dann haben wir ungefähr 15 Minuten. Das ist eigentlich ein schöner. Mal wieder eine schöne Zeit für so ein Let's Retro. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Verschwinde, du blöde Fliege! Hält das eigentlich ewig? Ah! Nein! Mann! Aber wann habe ich jetzt eine Technik? Ich möchte doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nein! Das war mein Todesurteil. Danke.
Nein, ich sterbe trotzdem. Ja, da 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 da. Und damit bin ich leider enttäuschten Donkey Kong, beende ich diesen Part von Let's Retro. Da kann es ja auch nicht sein. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Oder in einem anderen Projekt. Ciao.